Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Truhenöffnungsvideo. Dieses Mal ist es die Glücksgunst Truhe, denn wir haben wieder das Mundfest und das steht wieder unter einem gewissen Tier. Demnach haben wir hier diesmal bei den garantierten Dingen, die wir kriegen, die Ewon Schlitzklinge Glückskuverts. Und dabei gibt es das schöne Bufffood, was für mich als Heiler schon richtig gut ist, sowie auch ein bisschen Feuerwerk und ein bisschen Glück, sowie Sachen, die wir zu Gold machen können. Und worauf ich sehr stark hoffe, ist ein schönes Rückenteil hier, ein kleines Schwein, oder aber das ganze Schwein in Gold. Das sieht doch recht hübsch aus. Des Weiteren, was gibt es noch? Wir kriegen auf jeden Fall wieder Schwarzlöwenfigürchen, wie immer. Hier hinten haben sich wieder diese sicheren Freischaltungen für Rüstung, Waffen, sowie auch in der Garderobe, wo auch wieder Kleidschirme und ähnliches dabei sind. Diesmal bei den ungewöhnlichen Waffensets haben wir die karmesinroten Löwen Gegenstände. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir diesen Stab zum Beispiel kriegen. Das wäre auch ganz hübsch. Sowie auch hier wieder Schwarzlöwentickets oder aber die erhabenen Schultern. Ja, die haben auch schon was wirklich Erhabenes. Sowie auch diesen Drachenkleidschirm, den wir das letzte Mal schon bekommen haben. In einer Kategorie drüber gibt es dann noch die Drachenjade-Gegenstände. Da habe ich zum Glück schon einen Stab davon. Der sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Und da gibt es auch noch ein paar andere schöne Waffen, sowie auch wieder zwei Glyphen. Also extra Chance, dass wir Leder oder eben gewisse Stoffe abbauen. Sowie auch hier wieder Knoten, diesmal Omnombeeren, Ernteknoten, Schneetrüffel, hartes Holz oder Mithril. Sowie auch ein endloser Wüstengeheimtrank. Ich bin mal gespannt, was wir diesmal kriegen. Das erste Mal war es großer Käse, das zweite Mal war es besser. Schau mal, wie es diesmal ist. Ich würde das vielleicht mal irgendwie so ziehen und los geht die wilde Fahrt. Okay, wir beginnen schon mit einem Kurzbogenskin, den ich aber netterweise schon habe. Was, das zweite? Schon wieder was. Und wir kriegen eine Pistole. Okay, der Anfang ist schon nicht schlecht. Miniatureier sind auch wieder dabei. Wir machen natürlich dann auch diese Glückskuverts noch auf. So, wieder Farben. Primodus Farbkit. Sowie ein bisschen Material. So, was haben wir noch wieder? Naja, das Typische, was man nicht möchte, Frisierkits, aber eine Rüstungsfreischaltung. Dann eine Garderobenfreischaltung. Das ist eigentlich das Schönste. Ich muss noch langsam mal die ganzen alten, ja, Kleidungssets mir aneignen, damit man wirklich sinnvollerweise ein paar neue bekommt. So, Extraktoren sind auch ganz hübsch. Da kann man auch nie genug davon haben. Wieder Garderobenfreischaltung, die sind relativ häufig diesmal, habe ich das Gefühl. Mal gucken, wie sich's verhält. Mensch, mit zweimal hintereinander selten angefangen. Oh, das dritte Mal und es gibt ein Umstyling-Set. Oh, das will man nie haben. Aber na gut, dreimal der fünfte Platz bisher. Gibt's noch was Feines? Bei diesen Lootboxen, okay, mehr Schwarzlöwenfigürchen. Wie weit sind wir denn schon? In der letzten Öffnung bei 69, bei 100 gibt es wieder 9 kleinen Knoten. Na gut, es wird noch eine Weile dauern. Währungsumtauschgutscheine, auch nicht schlecht. Weil ich auch gerade wieder meinen Nimmermehrstab vorbereite. Geil! Wir haben aus der vorletzten Kategorie einen Ernteknoten gekriegt. Das ist geil. Das ist richtig gut. Hartes Holz. Cool. Dummerweise habe ich gerade eine Gilden... Ach, der Gildenhalt ist ausgebaut schon. Aber gut, hat man auch einen Knoten für daheim. Also viermal bisher Gold. Schauen wir mal, was gibt's noch. Und das fünfte geht noch. Und da haben wir einen Löwenlangbogen und noch eine Truhe. So. Also, wir haben fünfmal was Besonderes gehabt. Ich ziehe es nochmal hier runter. Das und dieses tolle Umstyling-Set.
Wir schauen mal nach, wie wertvoll das ist. Also, das ist erstmal natürlich, wie es aussieht. Oh, das ist schon ganz hübsch. Und wie teuer könnte man den verkaufen? Ah, 18 Gold, aber immerhin Skins, die selten sind, sollte man eigentlich einlagern, bin ich der Meinung. So, dann die Pistole. Wie sieht die aus? Na, schon irgendwie so ein Mogu, der da oben ist, drauf ist. Wie teuer könnte man die verkaufen? Athlet. 10 Gold. Dann der Garderobe einlagern. Und den habe ich lustigerweise schon, warum auch immer, den Kurzbogenskin. Wie teuer könnte man den verkaufen für 15 Gold? Dann nehmen wir den mal für 17 rein. Schauen mal, ob wir den losbekommen. Sehr gut. Hartes Holz hatte ich noch nicht gehabt, den Ernteknoten. Das ist schön. Das Umstyling-Set würde ich am liebsten irgendwann ist ein Feuer. So, was haben wir noch? Dann machen wir als nächstes mal die Farben. Alle Farben, die wir hier aufmachen. So, was haben wir da? Wir haben drei Bananenfarben. Interessiert das jemanden? Niemanden. Karamellfarbe hatte ich noch nicht. Herbstgoldfarbe ist auch nicht gerade so geil. Nun gut. Dann habe ich hier noch eine Zitrusfarbe. So, dann können wir hier mal das Ganze naschen. Die Frisierkits. Ich tue mal die Materialtaschen später aufmachen. Dann bei den Eiern. Was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Freigeschaltet schon. Mini-Ether-Klingen. Elementarmagierin. Hylek Nahulai. Sturmkobold. Mini-Sumpfspinne. Und Mini-Verschlinger. Leider habe ich schon alle freigeschaltet. Aber da freut sich bestimmt jemand anders drüber. Verkauf. Gut. Den Rest verkaufe ich später. So, Schwarzlöwen-Ticket für Miniaturen. Was gibt es da zurzeit? Witter, Tiger, Welpe. Das sind also die typischen, die man hier während des Festes sich holen kann. Dann hier bei denen habe ich eigentlich schon relativ viele. Schon gar nichts mehr leisten. Zerstörerkrebs. Der ist ganz hübsch. Mini-Schamane hatte ich auch schon. Mini-Rocks. Ach je. Aber guckt mal. Dieses Scharwagen, Rankenzahn, Faulin. Das ist natürlich was Geiles. Ich bin für Rankenzahn, Faulin. Die hatte was. Okay. So, was haben wir dann noch? Hier. Materialtasche Donnerkopf. Auch schön, wieder Magnetsteine. Wieder ein paar Scherben. Und alles, was man so brauchen kann. Dann als nächstes schauen wir mal in die Freischaltung, wenn das hier drüben mal runtergescrollt ist. Ich habe mich übrigens nochmal belesen, beziehungsweise habe nochmal nachgeschaut. Und die Garderobenanzeige, was man alles hat natürlich, ich Drops, ist natürlich hier möglich. Also nicht übers Inventar, da geht nur das, was man selber gerade im Inventar hat und bei den Gegenständen jeweils austauschen könnte. Und nicht, was man sonst noch besitzt. Also fangen wir an. Rüstungsfreischaltung. Kodalast. Zierter Wogen. Okay, das ist. Wollen wir uns gleich mal angucken, was das ist. Jetzt, wo wir wissen, wie es geht. Kodalast. Und wir sehen. Oh ja, fette. Also für einen Tank vielleicht. Fette Schultern. Schmiedbrustplatte. Und wir kriegen jeweils noch einen Erfolgspunkt. Wunderschön. Also ich habe mal hier. Schmiedbrustplatte. Oh ja, das ist natürlich ganz cool. Ein kleines Feuer schon, auch wenn das relativ statisch aussieht und nicht mal flackert. Nun gut. So, dann lasse ich das gleich mal hier offen. Was kriegen wir noch? Tödliche Schulterpolster. Oh, könnte schön sein. Wir haben ja schon den Vogelschutz. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Aber jetzt haben wir die noch. Ein paar Skelette. Köpfe. Oh, hübsch, hübsch. Ein Nekro würde sich freuen. Legionsfäuste, okay, ist nichts Besonderes. Und hoheitlicher Hammer. Natürlich sollte man das auch bei Waffen gucken. Der hier. Geführt. Oh ja, mit Gesicht, das ist schon
Da würden sich manche Zwergenfreunde etwas, angenehm darüber freuen. Gut, dann wollen wir mal nachschauen hier in diesen Glückskuverts, was wir finden. Hier gibt es auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir die 500er Essenzen des Glücks bekommen, sowie auch hier gewisse Gegenstände, die mehr Gold wert sind. Wollen wir mal schauen. Okay. Mein erster Blick sagt, wir haben leider keinen Rückenteil bekommen, haben aber dafür massenweise Essenzen des Glücks. Hier 21, hier 100, also 1000 nochmal dazu. Und hier nochmal 600, also wahrscheinlich so zwischen 2.000 und 3.000. Glück haben wir dadurch gekriegt. Wir haben an Gold. Hier haben wir 8 Gold. Wir haben ein paar von den selteneren. Hier haben wir 9 Gold, also haben wir schon mal 17, 23, nee, 25, Entschuldigung. Und hier haben wir nochmal 60 Gold. So wie hier 82 Gold. Also zum Umwandeln in Gold, wenn man nebenbei noch was haben möchte, ist das jetzt eigentlich wieder optimal, muss man sagen. Wenn man sich das mal so ansieht. Natürlich kann man auch mit den Juwelen oder den Edelsteinen auch gleich in Gold das Ganze machen, aber hier hat man ja noch die Chance auf ein paar schöne Sachen, die hier rauskommen. Ich würde mal noch schnell die Materialtaschen öffnen, um nachzuschauen, ob da irgendwas wahnsinnig Tolles dabei ist. Ja, wieder. Das Typische, ich werde noch ein paar Feuerwerke dann abschießen. Aber ansonsten wäre es das gewesen in der Öffnung. Wie gesagt, fünfmal diesmal dieser fünfte Slot, was gar nicht so schlecht ist. Leider haben wir in den Extrataschen nicht das bekommen, was ich ganz hübsch gefunden hätte, aber dafür einiges an Gold und einen neuen Ernteknoten. Was auch viel wert ist, weil das kostet sonst 100 solche Figürchen und theoretisch kriegt man eigentlich nur pro Truhe ein Figürchen, typischerweise. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aller 5, 10, vielleicht mal 2 weitere. Von daher ist das schon gar nicht so übel gewesen. Ansonsten wäre es das wieder gewesen von mir. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch weiter dabei bleibt. Ich bin zurzeit daran und dabei, meinen Stab hier fertig zu machen. Ich bin schon bei Stufe 4 von dem Nimmermeer. Der Rabengeist fehlt noch ein Fraktal. Dann kann ich hier die beiden letzten daraufhin auch noch abschließen. Und ich habe schon einiges an Materialien gefarmt und mal schauen, wie schnell ich an meinen legendären Stab daran komme. Ich denke, als Heiler ist so dieser Stab ganz hübsch. Und damit würde ich mich verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Landetor. Ciao.